jetzt alles mal auf die Seite. Obwohl, die Seite lässt sich gar nicht bewegen anscheinend. Also auf der anderen Seite haben 3 von den schweren Steinen gereicht. Hier sind 3 drauf und nichts passiert. Also müssen wir die Platte mit unserem Eigengewicht auslösen. Ja, das haben wir eben ja schon probiert, aber hat nicht wirklich viel gebracht, weil irgendwo öffnet sich was, aber wir können es nicht sehen. Obwohl auf der Minimap vielleicht. Na gut, also nochmal das Ganze lassen wir dich da und dich nochmal und dich auch. So, jetzt gehen wir da und gucken dann auf die Karte. Nix. Hm. Könnte das der Raum von Lord Griffin sein? Ich meine, ist ganz schön spartanisch eingerichtet, nicht mal ein Bett und so, aber hier scheint auf jeden Fall ein Geheimnis zu sein. Ah, vielleicht können wir mit dem Speer auch. Nee, wiegt nicht genug. Na gut, sacken wir erstmal alles ein. Schauen uns ein bisschen weiter um. Vielleicht finden wir noch 1, 2 Steine und können es dann damit auslösen. So, was haben wir hier? Mehr abgeschlossene Türen. Zittere nicht vor mir. Mit Feiglingen habe ich kein Mitleid. Ah, komm schon. Drop Schlüssel. Dein Freund da auch. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Oh, mit der Wurfwaffe kann man auch zuschlagen. Oh. Okay. Ah, nur ein Heiltrank. Schade, schade. Oh, ein Block. Der dürfte auf jeden Fall schwer genug sein, aber können wir den bis hier hinten... wir schieben den Block drauf, den geht's auf. Wir schieben den Block rein, den geht's... Schieben wir ihn bis da, gehen außen rum, schieben ihn dahin. Aber wir können ihn dann hier nicht reinschieben, weil wir nicht hier hingehen können. Ne, also der Block ist nicht dafür da, dass wir da in dem Raum was machen können. Schade, schade. Hier noch irgendwas? Aber wofür ist er dann da? Wahrscheinlich irgendwas hier in der Nähe. Hm? Genau, hier ist der Block. Da hätten wir schon mal eine Druckplatte. Und noch eine Druckplatte. Was machst denn du? Du machst die Tür da auf. Ja, nur die Tür da auf. Schieben wir doch einfach mal rauf. Zurückschieben können wir ihn immer noch. Ergib dich. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Ja, mehr Gegner, mehr Schlüssel. Viel mehr Schlüssel. Wir brauchen mindestens noch 2 oder 3. Das ist doch kein richtiger Kampf. Obwohl, nee, die Türen oben haben wir schon aufgemacht. Ja, komm schon. Also die hier. Die Tür brauchen wir noch einen Schlüssel. Da glaube ich auch. Wären schon mal 2. Ja, doch nur 2. Und das war unsere Wurfwaffe. Die haben nichts dabei. Ha. Magiepflanze, Magiepflanze und nix. Oh, apropos Magiepflanze, wir sollten ein bisschen Mana verbrauchen. Ja, dabei kann man sich leider nicht bewegen. So, mehr Magiepflanzen. Schön, dass wir ein Magier sind, ja? Naja. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir sind denn wohl draußen? Nee, nee, ich will nicht raus. Ich will da drin bleiben. Draußen ist mir zu gefährlich. Ich will erstmal alles von hier mitnehmen, was ich mitnehmen kann. So, also merken, da ist der Ausgang. Ach, deswegen ist es wahrscheinlich auch so komisch markiert mit einem Symbol, das nicht in der... Ah, doch, da. Ein- und Ausgang.
Altar, Heilung, Truhekugeln. Boah, was ist das denn alles? Aber ja, sehr ausführlich, die Legende. Genau, die beiden Türen wollen wir noch gucken. Du gehst gar nicht auf. Das sieht mir doch wie ein Altarraum aus oder eine Kirche in irgendeiner Form. Ist das alles? Das ist doch kein richtiger Kampf. Den Block ganz hierher schieben? Nee, wofür haben wir Steine? Reicht sogar einer. Schön. Ergib dich. Und ich verspreche dir einen schnellen Tod. Hier an so einer Kreuzung stehen bleiben ist eigentlich keine gute Idee, wenn da von drei Seiten welche kommen. Begann schnell kaputt. So, noch eine Heilung. Irgendwie regeneriert sich die Mana wesentlich schneller als die Lebenspunkte. Aber es kann daran liegen, dass wir nicht besonders viel Magie haben. Wir hatten am Anfang ja nur zwei Punkte draufgesetzt. Achso, du bist für die Tür. Es sind ja ganz schön viele Wachen hier. Wo bist du hin? Ah. Was machst du da? Läufst du weg? Komische Wache. Komm, put. Ist das alles? Wir würden uns bestimmt irgendwo hinlocken. Ah. Oh, was bist du denn für einer? Wow, ganz ruhig, Kleiner. Oh, während wir zaubern, scheint die Zeit stillzustehen. Das ist schon mal praktisch. So. Wo bist du hin? Kleiner Mann mit dem Stab, der komische Geräusche macht. Ah, da bist du. Stirb. Boah, da macht gut Schaden. Na, komm schon. Okay, anscheinend ist im Inventar auch Pause. Gut. Also, ein Heiltrank. Noch ein Heiltrank. Und ein so ein Mana-Dingens. Das wird nicht reichen. Zwei Mana-Dingens. Jetzt probieren wir so den Kampf zu Ende zu machen. Und wenn wir wieder unter 20% oder so fallen, dann heilen wir uns kurz. Ja, komm. Ah, schön. Das muss so eine Art Boss gewesen sein. Wir haben eine Umhangfigur. Zaubert dunkler Umhang des irgendwas. Der Schokolade? Schriftrolle des Boten. An jedem gefangenen Befehlshaber ist ein Exempel zu statuieren. Unsere Feinde sollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die Angst soll sie beherrschen. Dies gilt besonders für ihre Generäle und Offiziere. Lasst keine Gnade walten und sorgt dafür, dass dies überall bekannt wird. Der Kriegsherr. Na gut. Und was ist das? Eine Goldmünze. Okay. Da hinten war noch eine Truhe, wenn ich dich erinnere. Ja, da waren wir eben gerade dran vorbeigelaufen. Was war das? Ah. Ein Thron. Trank der Heilung, gut. Ja, langsam fängt es an, unübersichtlich zu werden. Noch eine Magiepflanze und das war's. Was haben wir hier? Speer mit breiter Klinge. Die macht schon mal ein W10 Schaden und nicht ein W8 wie der Speer und das Breitschwert. Das ist schon mal gut. Und das war's. Ha. Also wir könnten jetzt rausgehen, aber da war irgendwo noch eine Treppe nach oben. Und wir haben noch die Strecke, wo diese Kugel lang gelaufen ist. Da wissen wir auch noch nicht, was das ist. Boah, wo kommen die alle her? Ah, schön.
viele Schlüssel haben wir jetzt? Einen. Hm. Gut. Ah, ist da vielleicht ein geheimer Durchgang? Müssen wir gleich mal gucken. Sonst müssten wir... Also hier war die laufende Kugel. Hier müsste es eigentlich wieder nach unten gehen. Hier war der Raum mit den zwei Schaltern, den wir nicht lösen könnten, das Rätsel. Und da ging es raus. Was ist mit der Tür? Hier war der Schalter für die Tür. Der Schalter, wo der Block drauf ist, war für die Tür. Aber wie geht die Tür auf? Na gut. Also wir haben auf jeden Fall noch genug hier drin zu tun. Ne, wir wollten erstmal nach dem Geheimgang gucken. Wenn da dann einer ist. Was wäre eine schöne Abkürzung. Kann man Wände abklopfen? Nein. Das fand ich ja bei Dungeon Master ganz schick. Man rumgelaufen, mal entweder gegengelaufen oder so gegengetockt, um zu gucken, ob es eine Geheimwand war oder nicht. So, dich nehmen mit. So, und die Tür wollen wir aufkriegen. Schieben wir dich mal weg. Nee, kaputt machen wollte ich dich nicht. Wenn wir das Ding hier aktivieren. Ne, drei Steine reichen nicht. Dann muss der Block dahin. Aber kriegen wir den Block dann auch wieder zurück? Ne, hier ist kein Platz, um da einmal drum rumzulaufen. Ha. Und hier war noch ein Schalter, aber der wird für... Genau, der Schalter da wird für die Tür nur sein. Und wir könnten den Block auch nicht wieder zurückschieben. Ha, komisch, komisch. Haben wir noch... Kann man den hier irgendwo benutzen, den Schlüssel? Nö. Hm. Oh, wir haben gar nicht probiert, ob man Türen vielleicht aufbrechen kann. Und dann kommt schon mal kein extra Sound oder Animation oder dergleichen. Also nee, anscheinend nicht. Dann schieben wir dich mal dahin zurück. Und gucken, ob hier im Raum vielleicht irgendwo noch ein Schalter war, den wir nicht gesehen haben. War das der kleine grüne Mann? Der kleine Asiate eben? Nee, bestimmt nicht. Der sieht irgendwie ein bisschen bulliger aus. Aber der Kriegsherr kann das ja auch nicht sein. Der sah am Anfang ja menschlich aus. Ah, das war schon wieder der Ausgang. Kann man hier irgendwo außen rum? Nee, wir können jetzt nur wahrscheinlich auf die... Oh. Burg Griffin. Ja, da sind wir gerade. Da ist die dunkle Laterne. Aber nee, wir wollen hier bleiben. Ah, na gut, gehen wir zurück zu den Türen da oben. Also geradeaus und rechts am Block rum. So, die Tür kriegen wir auf mit... Der Schlüssel war für die Tür. Ha. Hier gibt es keinen Schlüssel für. Ich habe gerade ein Klackgeräusch. Ah, wenn ich darauf klicke, kommt ein Klackgeräusch. Vielleicht kann ich da... Wo ist der Siegelring? Schlüssel? Auch nicht. Ah, kann man hier zweimal einen Schlüssel reinstecken? Ne,
Dieses Schloss wurde bereits geöffnet. Ah, okay, hier können wir noch. Juhu, mehr Steine. Aber ja, die können wir sogar wirklich gebrauchen. Gibt hier genug von diesen Druckplatten auf dem Boden. Eine Armbrust. Ha. Machen wir doch mal so. Keine Armbrustbolzen im Gepäck. Okay. Armbrustbolzen. Wie viel sind das? Ist das nur eine? Verursacht 1d8 Schaden. 2, 3. Wir haben 3 Armbrustbolzen. Wow. Hoffentlich kann man die wieder verwerten, sonst wäre das echt lächerlich. Gut, dass wir nicht von vornherein auf Fernkampf geskillt haben. Das hätte peinlich enden können. So, oh, da unten geht es auch noch lang. Einmal Kehrtwendung und da lang. Mehr Stacheln, aber die können wir umgehen. Liegt da irgendwas? Nö. Ach, super, wir hätten ja gar nicht durchgemusst. Aber war hier nicht vorher Feuer? Oh. Super. Also es ist ein Einweg. Dann schauen wir nochmal unten bei dem rollenden Stein vorbei. Aber vorher sollten wir wieder speichern. Da. Speichern. LP 003.